Ich bin der Dennis Marušić und ich arbeite bei Interaction als Manager Operations. Als Manager Operations bei Interaction bin ich für den gesamten Betrieb verantwortlich. Das heißt, von dem ersten Moment, wo Sales einen Kunden akquiriert hat, der Vertrag unterschrieben ist, ist mein Team verantwortlich dafür, dass wir die Kunden richtig in unserem Datacenter etablieren. Anschließend, wenn die Kunden eingezogen sind, dass wir den Betrieb lückenlos aufrechterhalten, dass sie jederzeit Strom, Kühlung und Sicherheit haben. Und natürlich, dass wir den Kunden lückenlos rapportieren können, dass ihre SLAs eingehalten werden. Ich bin seit 8 Jahren hier bei der Interaction und in diesen 8 Jahren war bisher kein Tag wie der andere. Es sind kontinuierlich neue Herausforderungen, die kommen, kundenseitig als auch mitarbeiterseitig. Zum Beispiel unser Facility-Team, als ich angefangen hatte, bestand aus 4 Mitarbeitern. Mittlerweile sind wir 16 und die Tendenz ist weiter wachsend fürs nächste Jahr. Wir hatten sehr, sehr kleine, intime Atmosphäre in der Vergangenheit, sind jetzt eine sehr große Organisation. Wir suchen aber immer noch dieses Zwischenmenschliche beizubehalten, sei es, wenn ein Kollege Unterstützung braucht, teamübergreifend, sei es im Service Design, wenn eine große Ausschreibung kommt und unser Sales Unterstützung braucht, sei es, wenn Kundenprojekte abgegeben werden müssen, Timelines knapp werden und gegen Ende doch noch Änderungen in letzter Minute kommen. Oder eben, wenn wir große Störungen oder Ausfälle haben, wo man dann reagieren muss, um den Kunden-Impact so gering wie möglich zu halten. Das macht wirklich jeden Tag wieder neue Herausforderungen und das bringt mich morgens aus dem Bett zur Arbeit. Ich bin vor knapp 2 Jahren Papa geworden. Das hat mein Leben deutlich verändert. Früher war es eher, ich gehe abends ins Gym und guck mal, wo ich in den Ausgang gehen kann oder lecker essen. Jetzt ist es, ich freue mich, nach Hause zu kommen, meine Tochter zu sehen und Zeit mit ihr zu verbringen. Konsequenz ist, das Gym hat ein bisschen gelitten, aber da bin ich jetzt dran, das Ganze wieder aufzuholen. Also Interaction unterstützt junge Familien. In unserem Team gibt es so viele junge Väter. Das macht richtig Spaß, sich untereinander auszutauschen. Es gibt sehr viel Verständnis, wenn das Kind mal krank ist, wenn man dann zum Beispiel von zu Hause arbeitet, weil man die Familie nicht allein lassen möchte. Wir haben erweiterte Zeiten für Vaterschaftsurlaube zum Beispiel bei Interaction eingeführt, noch bevor das verpflichtend war. Einfach um zu zeigen, Familie ist uns wichtig. Bevor ich bei der Interaction war, war ich schon im Telco-Business tätig und habe mehr oder weniger über Zufall den Weg ins Rechenzentrums-Business gefunden, wofür ich sehr dankbar bin im Nachhinein. Es ist ein so spannender Bereich. Als wir angefangen haben, hatten wir hier ein Gebäude, ein grauer Kasten, der nicht gerade sehr schön aussah. Ich dachte, da drin kann niemals ein Rechenzentrum dieser Größe sein, aber Tat und Wahrheit war es das. Und in dieser Zeit haben wir es jetzt geschafft, einen weiteren, noch schöneren Kasten hinzustellen und planen das dritte Gebäude gerade oder führen das dritte Gebäude gerade aus. Von außen wirkt das wirklich komplett unscheinbar. Beton, Zaun und fertig. Aber dort drin passiert in Anführungszeichen die Magie. Also alle, die Instagram, Facebook nutzen, all die modernen Dienste wären ohne diese Rechenzentren nicht möglich. Und irgendwie macht es mich stolz, dazu beizutragen, dass diese Dienste jederzeit verfügbar sind und mein Team und ich da wirklich mitarbeiten können.